Angela Merkel sich gegen das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partnerschaften ausgesprochen hat, hast du mitbekommen. Es gibt viele Schwule, die sagen, wir sind heute im Vergleich zu vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren, einen Schritt zurückgegangen. Die Toleranz ist weniger geworden, es gibt mehr Diskriminierung. Siehst du das so? Also, dass sich Frau Merkel dagegen ausspricht, ist zunächst mal ihr gutes Recht. Ja. Aber dann müsste sie es begründen. Sie hat es nie begründet. Mhm. Und ich finde, das geht nicht in einer Demokratie. Sie müsste es begründen. Warum ist sie dagegen? Wir sind ein bisschen zurück, das finde ich auch. Ich habe das Gefühl, vor 3, 4 Jahren war die Gesellschaft offener. Ich glaube insgesamt, dass die Mehrheit der Deutschen total offen ist, klug und Herzenswärme besitzt. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Aber es gibt eine Minderheit und die traut sich jetzt offener, eine ziemlich blöde Meinung kundzutun. Es gibt in diesem Buch auch einen erstaunlichen Satz, finde ich, der lautet, seit ich denken kann, denke ich schwul. Ja. Was heißt das denn? Ja, so wie du heterosexuell denkst, nehme ich an, ich schwul. Was heißt das? Ich habe als Kind nie so einen Lebensentwurf gehabt, der so ausgesehen hätte, Haus, Frau, Hund, Kinder. Das ist ein super Lebensentwurf, aber das war nicht mein Lebensentwurf. Und mir war klar, dass ich irgendwie anders bin und dementsprechend ein bisschen mutiger sein muss, in manchen Dingen aber auch vorsichtiger, dass ich vielleicht ein bisschen bunter gedacht habe und auch immer noch bunter denke. Das würde ich für mich als Schwuldenken bezeichnen. Es gibt die Geschichte, deswegen haben wir jetzt mal einen ausgegraben. Das heißt, die Kollegen aus der Redaktion haben mal einen ausgegraben, einen Quellekatalog aus dem, jetzt muss ich das mal weglegen, aus dem 68 Frühjahr, super? Sommer, dass du in diesen Katalogen immer schon gesucht hast nach, jetzt hoffe ich, dass das die richtige Seite ist, ja, männlichen Unterwäschemodels. Ja. Jetzt, ich meine, hallo, du musst doch zugehen, das sind herrliche Bilder. Nein, ja. Bin mir nicht sicher. Aber ja, das habe ich mir damals eigentlich so als Kind gerne angeguckt. Ja, sexy. Ehrlich gesagt, es ist schlimmer als Porno, was man da gerade sieht. Aber, das heißt also, da war etwas klar und deine Oma Bertha hat das auch klar gesehen und hat mit dem im zarten Alter von 14 der Familie verkündet, dass eins klar ist, HP bleibt Junggeselle. Ja, meine Oma hat nie das böse Wort schwul oder homosexuell benutzt, sondern sie hat auch zu mir mal gesagt, du bleibst Junggeselle, Junge. Ist okay, du bleibst Junggeselle. Das war für sie klar. Und wusstest du, was sie meint eigentlich zu dem Zeitpunkt dann schon? Nee, nicht wirklich, aber irgendwann habe ich es dann ja begriffen. Und da hat sie mir auch gesagt, siehst du, du bist Junggeselle. Oma hatte recht. Ich bin in einer sehr offenen Familie aufgewachsen. Das war tatsächlich kein Problem, nie. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, was denkt meine Tante Lisbeth? Die ist Nonne im Kloster. Wenn die das jetzt sieht, bin ich geliefert. Und das war ich dann auch erstmal. Das war eigentlich der allererste Gedanke. Isabel rief mich damals an, glaube ich. Oder wir haben telefoniert während der Sendung. Und das war mein allererster Gedanke. Wie wird Tante Lisbeth darauf reagieren? Und dann hat sie mich zu sich ins Kloster beordert, rief mich dann an und sagt, ich möchte dich gerne sprechen. Wir haben da etwas durchzusprechen. Ich würde dich gerne in den nächsten 14 Tagen sehen. Bin ich zu ihr ins Kloster und sagt sie, erklär mir das mal, was heißt das, du bist schwul, jetzt steht das in allen Zeitungen. Dann habe ich ihr das versucht zu erklären, dann guckte sie mich an und sagte, weißt du, alles, was du dir da so über dich beschreibst und über dich sagst, das kenne ich. So warst du als kleiner Junge schon, das konnte man damals schon merken. Und insofern hat sie das nicht gestört. Was sie gestört hat, war nur die Tatsache, dass einige ihrer Schwestern ihr die Schlagzeilen ins Kloster geschickt haben. Darüber hat sie sich aufgeregt. Zu Recht. Ich erinnere mich, dass bei meinen Eltern oder im Freundeskreis meiner Eltern wurde Homosexualität oft als Krankheit abgestempelt. Und das war damals schon viel krasser als heute. Mhm. Und ich hatte natürlich auch ein bisschen Angst um ihn. Und HP ist ja ein sehr empfindsamer Mensch. Mhm. Und auch wenn er ja damals wirklich diese... Ich bin kein Weichei. Manchmal schon. Nein, aber es... ich habe schon, hatte große Sorge, was das mit ihm macht. Also jemand, der auch so hängt an seiner Kreativität, an dem, was er in der Lage ist, nach draußen zu produzieren und diese Dankbarkeit, die er auch in sich hat, das alles tun zu dürfen und diese Liebe, die ihm geschenkt wurde vom Publikum, das alles zu verlieren.